Weil es gibt keinen Wehrdienst, es gibt Kriegsdienst. Und Kriegsdienst ist natürlich einfach ja, ein Verbrechen gegen die Menschheit. Weil jeder Krieg ist ein Verbrechen gegen die Menschheit. Also aus jeder Kriegsdienst ein Verbrechen gegen die Menschheit. Und eine Kriegsdienstverweigerung ist im Grunde etwas, was im Menschen anliegt. Das also auch immer schon, seitdem es Kriege gibt, vorkommt, dass Menschen diesen Krieg verweigern, dass sie aus Gewissensgründen oder aus religiösen Gründen, wie der Mensch, der hier getötet wurde, den Kriegsdienst verweigern. Und wenn wir das ins 20. Jahrhundert schauen, da gab es auch mit den Nationalstaaten, die im 19. Jahrhundert entstanden sind, natürlich auch Friedensbewegungen, Friedensgruppen. Die größte ist die Deutsche Friedensgesellschaft, die ihr wahrscheinlich alle kennt, die 1881 gegründet wurde, aber bis zum Ersten Weltkrieg, 1892, aber bis zum Ersten Weltkrieg eigentlich immer noch das Recht auf Kriegsdienstverweigerung nicht propagiert hat, nämlich sie waren eben der Meinung, der Krieg muss man eben diplomatisch lösen, aber nicht durch das Mittel der Kriegsdienstverweigerung. Im Ersten Weltkrieg war es so, dass in Deutschland Kriegsdienstverweigerer inhaftiert wurden. Sie wurden in der Regel als Psychopathen diffamiert, also zum Beispiel der bekannte Antimilitarist und Anarchist Ernst Friedrich wurde praktisch inhaftiert mit der Begründung, dass er eben Psychopath wäre, weil er sich eben ständig geweigert hat, ein Gewehr anzufassen. Im Ersten Weltkrieg war es so, dass es eben auch schon einige Zeugen Jehovas gab, aber das war eine sehr, sehr kleine Sekte innerhalb des Christentums. Die großen Kirchen haben den Krieg ja propagiert, haben ihn befürwortet. Es gab also wenig christliche Kriegsdienstverweigerer im Ersten Weltkrieg, aber auch relativ wenige Kriegsdienstverweigerer aus den Reihen der mit Zeugen Jehovas. Es gab auch nur etwa 2.500 Zeugen Jehovas überhaupt zu der Zeit des Ersten Weltkriegs. Nach dem Ersten Weltkrieg sind die meisten Zeugen Jehovas allerdings auch strikt gegen die anderen Kirchen praktisch agitatorisch vorgegangen und sie haben eben auch, also das einmal gesagt, dass natürlich die Gewaltfreiheit eines der großen Kriterien ist, was für Zeugen Jehovas gilt und dass natürlich auf der anderen Seite das Dienen nur des Gottes, also nur Jesus und Gott darf gedient werden als Zeugen Jehovas. Und das führte dann dazu, dass natürlich das Dritte Reich zum Erzfeind der auch dieser christlichen Sekte wurde. In der Zeit gab es bereits 25.000 bis 30.000 Zeugen Jehovas in Deutschland. Die wurden natürlich wie viele andere Organisationen 1933 verboten. Und die sogenannten Bibelforscher, so wurden sie von den Nazis genannt, also die Zeugen Jehovas, wurden auch eben, massiv bekämpft, könnte man sagen, weil sie eben ganz klar gesagt haben, es darf nur gewaltfrei etwas geleistet werden. Und von daher ein Kriegsdienst, wo man Menschen tötet, darf nicht geleistet werden. Und auch, ich darf auch nicht meinen Schwur auf Adolf Hitler schwören, weil ich eben den Schwur auf Gott geschworen habe und nur Gott gegenüber verpflichtet bin. Das war die Argumentation der Zeugen Jehovas. Und das führte dann natürlich dazu, dass von den 8.000 offiziellen Kriegsdienstverweigern in der Nazizeit etwa 6.000 Zeugen Jehovas waren. Das war also ein großer Teil. Und etwa jeder vierte Zeuge Jehovas wurde in der Nazizeit in Konzentrationslagern oder im Gefängnis eingesperrt, weil sie eben nicht bereit waren, auch Frauen wurden eingesperrt, weil sie nicht bereit waren, den Schwur auf Adolf Hitler als Führer zu leisten und weil sie nicht bereit waren zu töten. In der Nazizeit war es dann so, dass Kriegsdienstverweigerer ab 1935 in der Regel ins KZ kamen oder ins Gefängnis und ab 1939 dann eben auch erschossen wurden. Das passierte meistens mit Genickschuss, zuerst auch öffentlich und später dann eigentlich einfach klammheimlich wurden die einfach aussortiert. Offiziell wurden nur 250 nach gerichtlichen Verfahren hingerichtet von den Zeugen Jehovas. Tatsächlich wurden aber 1600 Zeugen Jehovas von den Nazis umgebracht in Konzentrationslagern, einfach zur Seite gestellt und mit Genickschuss erschossen. Das war nicht strafbar, es konnte also jeder Wehrmachtssoldat konnte einen Zeugen Jehovas töten. Und in den Konzentrationslager hatten die Zeugen Jehovas auch ein eigenes Symbol. Diesen kennt ihr vielleicht auch, so ein lilanes Dreieck im Grunde, so ein leicht abgewandeltes. Und das waren die einzigen Konzentrationslager-Insassen, die, indem sie abschworen, wenn sie gesagt haben, ich schwöre meinem Gott ab, ich schwöre, leiste meinen Eid auf Adolf Hitler, dann hätten sie das Konzentrationslager verlassen können. Allerdings war das Gewissen bei vielen Zeugen Jehovas so stark, dass sie es nicht gemacht haben. Das hat doch so gut wie keiner, oder? So gut wie keiner der Zeugen Jehovas, weil sie eben auch von ihrer Religion her das Nazi-Regime als das teuflische Regime, also Adolf Hitler auch klar als personifizierten Teufel gesehen haben. Und ich meine, man muss natürlich sehen, die Zeugen Jehovas sind eine reaktionäre Sekte. Allerdings bin ich der Meinung, dass natürlich jeder Mensch, der Widerstand gegen Krieg leistet, der sich dem verweigert,
auch unsere Unterstützung verdient hat. Also es gibt heute immer noch viele, viele Länder in der Welt, wo die Kriegsdienstverweigerung illegal ist. Es sitzen viele Menschen im Gefängnis in Armenien, in Südkorea, in der Türkei, in Finnland, also auch in europäischen Ländern sitzen Menschen bis zu 2 Jahre im Gefängnis, weil sie den Kriegsdienst verweigert haben. Und darunter ist auch eine große Anzahl von Zeugen Jehovas. Und ich denke, es ist wichtig, dass man diese Menschen unterstützt, aber ich denke auch, dass man eine andere Sichtweise auf Kriegsdienstverweigerung haben wird. Kriegsdienstverweigerung ist nicht nur, wenn man sich dem Krieg entzieht. Es gab nicht nur 8000 Kriegsdienstverweigerer, sondern es gab natürlich wesentlich mehr. Menschen, die sich dann selbst in die Hand geschossen haben, die kommen natürlich nicht in diese Statistik als Kriegsdienstverweigerer, aber sie haben sich, also viele Menschen haben sich im Krieg selbst verstümmelt, um an diesen Verbrechen gegen die Menschheit nicht mehr teilnehmen zu müssen und haben sich auf diese Weise dem Krieg entzogen, sozusagen. Die tauchen natürlich in dieser Statistik von den 8000 Kriegsdienstverweigerern zur Nazizeit nicht auf. Es gab also wesentlich mehr. Ja, eigentlich auch Deserteure, ne? Genau, Deserteure. Der Begriff Kriegsdienstverweigerung tauchte damals ja sowieso nicht auf, weil es gab kein Recht auf Kriegsdienstverweigerung. Das Recht auf Kriegsdienstverweigerung wurde erst im Grunde nach dem Ersten Weltkrieg in einigen Ländern eingeführt und nach dem Zweiten Weltkrieg dann in vielen Ländern auch und auch in Deutschland und mit der Wiederbewaffnung. Und es war im Grunde... Nee, das Recht auf Kriegsdienstverweigerung ist älter als... Ja, natürlich, das Recht auf Kriegsdienstverweigerung, aber ich meine... Das ist Grundgesetz 49 schon. Genau, ja, ich sage ja, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es eben natürlich dann in der Bundesrepublik auch legalisiert. Genau. Allerdings war es also auch aufgrund der eigenen Geschichte natürlich und aufgrund der Menschenrechtserklärung von der Vereinten Nationen, wo also im Grunde das Recht auf Kriegsdienstverweigerung auch seitdem im Grunde in vielen Ländern als Recht auf als Menschenrecht anerkannt ist. Aber in vielen Ländern ist das eben halt immer noch nicht so und ich denke, dass es wichtig ist, dass man da Druck ausübt. Aus deutscher Perspektive ist die Wehrpflicht mittlerweile abgeschafft, aber es gibt immer noch natürlich eine Armee und so lange sollten wir auch weiter daran arbeiten, dass sie abgeschafft wird, dass alle Armeen weltweit abgeschafft werden und das Militär abgeschafft wird. Und ich denke, wir sollten vor allen Dingen daran wirken, dass die deutsche Politik sich ändert. Deutschland hat die Bronzemedaille unter den Kriegsexporteuren. Also der drittgrößte Waffenexporteur der Welt ist die Bundesrepublik Deutschland, mittlerweile mit Abstand. Also es gibt ja die neue SIPRI-Studie, die also das Jahr 2011 betrachtet und dort festgestellt hat, das erste Mal ist es leicht zurückgegangen, sind die Waffenexporte weltweit leicht zurückgegangen aufgrund der Wirtschaftskrise. Davor, in den Jahren davor, von 2002 bis 2008, ist es aber um 53% angewachsen. Das ist also ein Wahnsinn eigentlich. Also um 53% ist der Waffenexport und der Waffenhandel verstärkt worden. Und von der Statistik, die jetzt neu veröffentlicht wurde von SIPRI, also von dem Friedensforschungsinstitut, da fällt die Bundesrepublik allerdings raus. Denn in der Bundesrepublik ist der Waffenexport weiter gesteigert worden. Das heißt, wir exportieren weitere Waffen. Und das für das Jahr 2012, das kann ich jetzt eigentlich schon vorhersagen, deswegen wir also allein schon wegen der Waffenhandel mit solchen Terrorregimen wie in Saudi-Arabien, die also modernste Panzer kriegen und modernste Waffen von der Bundesregierung, um dann zum Beispiel in Bahrain die Demokratiebewegung niederzuschlagen mit deutschen Waffen, wenn man es mal ganz böse sagt, ist es ja so, dann muss man natürlich sehen, dass es eine verbrecherische Politik ist, die man sabotieren muss. Sabotieren im besten Sinne des Wortes. Der Begriff Sabotage kommt aus dem Französischen, kommt von der Holzschuh, le sabot. Und der Holzschuh, das war der Holzschuh, den die Arbeiter und Arbeiterinnen in die Maschinen hineingeworfen haben, um sie zum Stoppen zu bringen und also praktisch den Streik durchzusetzen gegen den Tendenzen sabotieren. Militarisierungstendenzen sind zum Beispiel, wenn die Bundeswehr, wie es heute passiert, in die Schulen gehen, wenn sie dort die Kinder und Jugendlichen für Krieg, also beziehungsweise für das Mordhandwerk praktisch heranziehen wollen. Und da müssen wir natürlich gegensteuern, da müssen wir Aufklärungsarbeit leisten und wir müssen uns dafür einsetzen, dass alle Waffenexporte gestoppt werden und dass die Bundesrepublik endlich entmilitarisiert wird und alle Kriege, an denen sie beteiligt ist, mit weit über 6200 Soldaten gestoppt werden.